Um in meine Höhle zu gelangen, muss ich komplett über die nichts passiert, aber das wäre mit normalen Schuhen nicht passiert. Ich bin wie 90% der Leute. Sowas wird für mich nie, das war gar keine Option. Die ist komplett am Arsch. Die ist komplett am Arsch. Krass. Naja. Ich bin gespannt, wie die nach einer Woche aussieht. Naja, was soll's. Wir können alles schaffen. Wir können alles schaffen. This is the beginning. Ich muss kurz warten. Bis hier hin. Ich will mich fast abgenommen. Ich kann euch nicht. Ich sterbe. Ich werde mich übertragen. Ja, nein. Ich komm gleich. Kurz schlafen. Gut. Ich wähle eine stumpfe, rostige Machete. Ich sag dir ehrlich, für heute okay. Sieht, glaube ich, ganz okay aus. Eigentlich müsste ich was abkochen, natürlich klar, direkt Richtung Feuer gehen. Hä? Ist doch nicht so leicht. Ich kenne jetzt schon mal ein bisschen meine Umgebung, aber das Wichtigste bei der Lagerplatzwahl ist, dass man sich da wohlfühlt, ein gutes Bauchgefühl hat, das Ganze schön findet. Und mir ist es persönlich wichtig, einen Platz zu haben, wo Licht reinkommt, ich aber auch ein bisschen Schatten habe, wo ich weit gucken kann, wo ich auch ein bisschen was vom Ozean mitkriege. Ey, was haltet ihr von dieser Platte? Ich merke, wie ich mittlerweile richtig am Schwitzen bin. Don't do stupid shit, hieß es. Eine ganz spontane Idee. Vielleicht ist es auch die dümmste Idee meines Lebens. Aber wie ihr wisst, liebe ich einfach die völlige Eskalation. Ich brauche die völlige Eskalation. Und deswegen, Freunde, habe ich mir da jetzt was ziemlich Krasses überlegt. Gut, soweit von mir.